Oh, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Das zweite Finale beginnen wir so gleich, nachdem ich das erste erledigt hatte, vor 2 Tagen, glaube ich. Tja, das nächste wird das Railroad-Finale sein. Dafür müssen wir hier irgendwas machen. Wir sollen, glaube ich, Sins befreien, so hat doch, ne? Liam Miller trifft dich mit Z114, ja. Okay, haben wir nicht schon mal mit dem Wir geredet, dürfen uns irgendwann? nicht lange unterhalten. Auf keinen Fall darf uns jemand sehen. Ich Ja, habe okay. Vorkehrungen getroffen und kann die besprochenen 13 Synths in Position bringen. Aber was meinen Sie? Wird Mr. Binets Ich Plan weiß nicht mehr, wie sein funktionieren? Plan aussieht. Ein besserer Plan wäre es, die Gelegenheit zu nutzen und alle zu befreien. Aber dabei werden Synths kämpfen müssen. Und ich hielt Mr. Binets Plan schon für zu ambitioniert. Natürlich würde ich für meine Freiheit kämpfen. Ich kenne auch andere, die das so sehen könnten. Aber ob das genug sind, um es mit allen Wachen aufzunehmen, vielleicht Er sollte kein Vorschlag sein. Ich dachte, er wäre so im Sinne von, hast du einen besseren Vorschläge Plan und sind. nicht, ich habe einen besseren Ja, Plan. auch wenn die meisten nicht mitkämpfen werden, gibt es sicher genug andere, die ihr Leben lang hierauf gewartet haben. Aber wir sollten damit rechnen, dass einige der Synths gegen uns Nein, ich will kämpfen. nicht kämpfen. Wir brauchen eine Armee, nicht nur ein paar Abweichler. Vielleicht werden meine Abweichler der Samen sein, aus dem eine wahre Rebellion wächst. Außerdem haben wir keine Wahl. Ich will keinen Wenn neuen wir Plan scheitern, starten, Mann. weißt du, er erfährt das SEB davon. Ich bewundere Mr. Binet sehr. Aber wir dürfen ihn nicht in diesen Plan einweihen. Schließlich kämpfen Ist wir auch alle die einzige gegen ihn. Möglichkeit. Ich spreche mit meinen Freunden. Kommen Sie morgen hierher. Boah. Gehen Sie vom Schlimmsten aus, wenn ich nicht erscheine. Alter, tue ich nur eine Sache vorschlagen. Boah. Muss er Den irgendwo hier? meisten fehlt die Geduld zur Beobachtung und Dokumentation von Pflanzenwachstum. Was Besorg mir, geht? worüber wir uns unterhalten haben, dann sind wir im Geschäft. Liam, ich habe einen Benutzernamen mit Passwort für dich. Ihr Leute von der Railroad steht zu eurem Wort, nicht wahr? Es wird eine ganze Weile dauern, diese antike Technologie an die modernen Terminals anzuschließen. Auch mit dem Passwort. Also gib es mir, damit ich anfangen kann. Das ist ein heikler Einsatz. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir zu Gewalt greifen? Gute Frage. Wenn es soweit kommt, brechen wir ab und warten auf die nächste Gelegenheit. Wir dürfen bei der Sache nicht riskieren, dass jemand zu Schaden kommt. Hier, nimm. Hervorragend. Hör mal, du musst mir einen Gefallen tun. Natürlich. Z114 arbeitet gerade im Atrium. Bringst du ihn auf den aktuellen Stand? Wäre sicherer, wenn du es tust. Das habe ich schon irgendwie gemacht, glaube ich. Okay. Z1. Brauchen Sie etwas? Na gut. Wir sollen einen Tag warten. Also setze ich jetzt mich einfach mal hier hin und warte einen Tag. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Muss ja 24 Stunden warten, ey. Wie echte Männer. Wenn ein Laden noch nicht geöffnet hat, dann warten wir einfach so lange vor dem Laden, bis er geöffnet hat. Genauso wird das jetzt hier auch gelöst. Echte Männer. Okay. Gehört habe, war der abtrünnige Oh, Sündling mein über Po ist zwei ganz Jahre eine wund. echte So. Gefahr. Gut, dass er wieder da ist, wo er hingehört. Alles klar. Was geht? Da bin ich wieder. Ich habe meine Wie das Vorräte wohl aufgefüllt, aussah, ich die ganze Zeit da am Sitzen Waffen habe. liefern würde. Die Anzahl der Freiwilligen hat mich überrascht. Vielleicht stoßen weitere zu uns, sobald der Kampf beginnt. Wir werden ohne Waffen jedoch im Kampf sehr schnell sterben. Und wir brauchen sehr viele. Mit dem richtigen Material Ich gebe euch können mal wir einen Big riesige Man. Waffen herstellen. Leider fehlen uns einige wesentliche Komponenten. Welche Komponenten? Zutaten. Schießpulver, Laserfokuskristalle und ein paar weitere Dinge. Könnten wir nicht einfach Waffen stehlen? Sämtliche Munition wird vom SEB bewacht. Auch wenn wir nur wenig nehmen würden, würde das sofort auffallen. Und das Überraschungsmoment muss unbedingt auf unserer Seite sein. Ich könnte euch einige Waffen geben. Hervorragend. Legen Sie alles, was Sie entbehren können, in Wartungsschrank 3B. Aber wir brauchen genug Waffen für eine ganze Rebellion. Also brauchen wir noch immer die Komponenten. Okay.
Sag mir, wie ich helfen kann. Wir haben einen Plan, wie wir an die benötigten Sachen kommen können. Das Institut wird ständig erweitert. Gerade wurden die Grabungsarbeiten für eine weitere Etage abgeschlossen. Das Grabwerkzeug wurde bereits in Kisten verpackt, aber noch nicht weggebracht. Bei diesem Werkzeug finden wir alles, was wir brauchen. Dank Mr. Binet besteht die Baukolonne ausschließlich aus meinen Freunden. Aber sie werden ständig überwacht. Was würden Sie sagen, wenn Sie Wachen töten müssten? Oh. Ich würde es tun, wenn es sein muss. Eine andere Möglichkeit fällt uns auch nicht ein. Wenn Sie die Wachen ausgeschaltet haben, transportieren wir die Ausrüstung ab und sprengen die Tunnel hinter uns. Für das SEB sieht es wie ein tragischer Bauunfall aus, der viele Sins getötet hat. Passiert nicht häufig, kommt aber vor. Und dann stellen unsere toten Freunde die benötigten Waffen her. Viel Glück. Okay. Was muss ich denn ja das machen? Waffen für die Rebellen. Hallo. Haben Sie Waffen, mit denen man eine Rebellion starten kann? Ich meine, jagen kann. Weg damit. So. Ja, reicht schon, sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, jetzt wird mir ja mal alles angezeigt, was ich aus Versehen markiert habe. Cool, mit den Waffen haben wir schon erledigt. Ausgezeichnet. Mit nur ein paar Wachen töten und so. Was geht? Hi. Wie soll ich denn die verdeckt erledigen? Scanne unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Warum sind die... Warum sind die alle auf einmal? G981 ist unser Schichtführer. Guten Tag. Alter. Ich glaube, Sie haben da eine Angelegenheit mit den Wachen zu regeln. Ja, woher weißt du das? Scanne. Person identifiziert. Alle Systeme normal. Kann ich das nicht irgendwie wie ein Unfall hier aussehen lassen? Bitte leiten Sie alle Untersuchungen an G981. Irgendwie nicht, ne? Nichts zu melden, Sir. Ich weiß nicht, warum ich kurz unsichtbar werde, aber bringt mich auf eine Idee. Stealth Boy Power aktiviert. Aha. Ich das schaffe, ohne dass mich hier jemand sieht. Scanne. Person. Sieht mich. Willst du mich verarschen? Grüße, Sir. Da habe ich ja den ganzen so eine Granate in die Tasche gesteckt. Sehen. Ich bin wieder sichtbar. Sie müssen jetzt sterben, Mensch. Merken die doch, oder? Ach so, die gehen auf den los. Ja. Ich bin
Die haben mir voll wehgetan, ey. Boah. Mein Gott. Ja, ich habe so eine Fähigkeit, mit der ich Verteidigung und also was sehen kann von denen. Was ist jetzt eben gehauen? Bald ist all das hier unter Geröll begraben. Das war schräg, ne? Wir haben nicht viel Zeit. Sie sollten gehen, um ihretwillen. So, ja, gehört zu uns. Er sagt das doch. Keine Ahnung. Es feigt von denen. Gut, geil. Verdammt, hätte ich meine Granate gehabt, nicht die Tasche gesteckt. So. War nichts Auffälliges hier, ne? Das Blut in meinem Gesicht, das war schon vorher da. Hi, was geht? Okay, der Vogel ist im Nest. Der Vogel ist im Nest. Und wir werden unseren tun. Wir fangen umgehend damit an, die Waffen herzustellen. Das ist ein guter Anfang. Das Schwierigste wird sein, all das vor dem SEB geheim zu halten. Also sind wir sehr vorsichtig. Was leider auch Zeit kostet. Arbeiten Sie fürs Erste bitte weiter mit Vater zusammen. Er darf keinen Verdacht schöpfen. Ich kontaktiere Sie, sobald meine Leute bereit sind. Arbeite weiter mit Vater zusammen. Wie weit kann ich denn arbeiten? Was ist das Problem? Aber egal, wir sind schon mal vorangekommen, glaube ich. Nehmen wir mal an dieser Sitzung teil. Anscheinend neu definiert. Ich hoffe, er wird uns nicht jetzt zum Institut enden oder irgendwie sowas. Das wäre voll kontraproduktiv. Übrigens, der Part könnte wieder ein bisschen länger werden, ne? Also nicht überraschen, vielleicht eine Stunde oder so. Also ja, ist halt ein Finale, da kann man ruhig so eine Stunde oder so aufnehmen. Finde ich. Okay. Was geht? Das ist mein Stuhl. Aber was hat der denn hier zu suchen? Darauf gehe ich wie? Zuerst gibt es aber andere wichtige Themen. Die Unruhen im Commonwealth nehmen weiter zu, wie wir alle wissen. Dein Bericht? Alle Institutseinrichtungen sind immer noch sicher, mit einer bedeutenden Ausnahme. Intern läuft ansonsten alles nach wie vor gut. Ayo behält die Dinge an der Oberfläche im Auge. Ja, die Wächter melden keine weiteren Bedrohungen neben denen, die schon identifiziert wurden. Wir überwachen noch die erhöhte Aktivität bei Fort Independence. Es gibt derzeit aber keinen Grund zur Sorge. Der Flughafen von Boston ist weiterhin besetzt. Außerdem ist die Bruderschaft an mehreren weiteren Standorten im Commonwealth präsent. Mhm. Laut Geheimdienstberichten ist diese Railroad weiterhin aktiv. Wie können die es wagen? SEB-Agenten überwachen alle bekannten Situationen. Ach. Danke. Es ist klar, dass unsere Sicherheit in Zukunft oberste Priorität hat. Also. Wie sieht es mit Phase 3 aus? Findest du wirklich, dass wir das jetzt besprechen sollten? Wieso, weil ich da bin, oder was? Ja, all den anwesenden Personen. What? Ah ja, stimmt. Hast du irgendwas über Phase 3 gehört? Ich glaube nicht. Ist in Ordnung. Hätte ich auch nicht erwartet. Das Projekt ist seit dem Start geheim. Energie ist, wie du an der Oberfläche gesehen hast, äußerst wertvoll. Ich rede nicht von irgendwelchen abstrakten Konzepten. Ich meine nutzbare Energie, die, mit der man Lampen leuchten lässt. Mein Strom? Mit jedem Fortschritt des Instituts steigt unser Energiebedarf. Über die Jahre hinweg gab es viele Kompromisse und Opfer, um diesen Fortschritt zu ermöglichen. In dieser Welt sind Kompromisse wohl notwendig. Wohl wahr. Viel zu lang waren wir abhängig von anderen,
von unserer Umgebung. Das ist jetzt vorbei. Phase 3 ist die Aktivierung eines Atomreaktors, der das Institut auf alle Zeit mit genügend Energie versorgen kann. Das stellt unser Überleben und unseren Erfolg sicher. Okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das wirst du noch. Ich verspreche es dir. Der Reaktor ist so gut wie einsatzbereit. Aber die letzten Tests haben gezeigt, dass noch Dinge zu tun sind. Daher kommen wir jetzt zu Phase 3. Und zu deiner Hilfe. Sir. Ja, Ayo. Bisher haben wir noch Kellogg für Operationen an der Oberfläche eingesetzt, oder? Tja, er ist fort. Viel Spaß. Es gefällt mir zwar nicht, meinen eigenen Vater in Gefahr zu bringen, aber er hat bewiesen, dass er gut zurechtkommt. Ja, aber... Das steht hier nicht zur Debatte. Über ein Thema müssen wir aber noch reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Holdren, doch, ist es. Bitte. Wie einige von euch bestimmt wissen, werde ich jetzt seit geraumer Zeit von Dr. Volkert behandelt. Tut mir leid, aber das ist schwer für mich. Alle Versuche sind gescheitert. Keine der experimentellen Behandlungen. Ja, wissen wir schon mit dem letzten Part. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich sterben werde. Was? Ist doch nicht dein Ernst? Leute, bitte, tut mir leid. So wollte ich es dir nicht sagen. Aber uns läuft die Zeit davon. Es muss eine Möglichkeit geben, dir zu helfen. Jetzt zählt nur noch die Arbeit, dass... Ich hab da so eine Spritze. Alles wird... Ja, ernsthaft, ich hab so eine Spritze von den unsterblichen Typen. Wir können später noch reden. Glaube ich. Jetzt steht die Zukunft des Instituts auf dem Spiel. Das Institut kann ohne Führung nicht überleben. Das Direktorat muss weiterhin die besten Interessen aller wahren. Daher ernenne ich meinen Vater zu meinem Nachfolger. Oh, Mann, geil. Das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich? Eine schlechte Entscheidung. Wie kannst du das rechtfertigen? Er ist keiner von uns. Nicht mal ein Wissenschaftler. Ich bin Wissenschaftler. Ich bin Professor. Rayward hat mich zum Professor gemacht. Ups. Das Institut hat genug Wissenschaftler. Was es braucht, ist Führung. Ich glaube, mein Vater hat sich in dieser Hinsicht als äußerst fähig erwiesen. Damit ist die Besprechung beendet. Danke. X688 schien beeindruckt von deiner Arbeit in Libertalia. Und er lobt nicht jeden. Gut gemacht. Ha, in your faces. Wo ist denn das? Also, Direktor, ich werde dieselbe Empfehlung... Ja, wenn ich nicht gewesen wäre, wäre er nicht hier, ne? Wir haben alles getan, was wir konnten. Ich bin mehr oder weniger euer Gott. Irgendwie da abstellen. Wir haben die Berichte gesehen. Sie zerfällt. Und zwar schnell. Wir brauchen einen Plan für die Zeit danach. Ich weiß, dass einige der anderen Abteilungen vorgeschlagen haben, den Kontakt vollständig abzubrechen. Wir sollen uns unter der Erde verstecken und so tun, als wäre niemand zu Hause. Aber meiner Ansicht nach wäre das ein Fehler. Sondern? Wir können diese Leute nicht einfach im Stich lassen. Und dank des Androidenprogramms müssen wir das auch nicht. Ich bin froh, dass... Wir werden bald die Möglichkeit haben, genug Androiden an die Oberfläche zu schicken, um Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Denken Sie einfach mal darüber nach, in Ordnung? Und behalten Sie das bei der weiteren Planung im Kopf. Okay. Das wusste ich nicht. Ich weiß, das ist ganz schön viel auf einmal. Tut mir leid, Vater. Ich hoffe, es war nicht zu anmaßend, dir die Leitung zu übertragen, ohne dich vorher zu fragen. Ich will nicht. Ich weiß nicht, ob ich dafür geeignet bin. Ich glaube auf jeden Fall an dich. Es steht außer Frage, dass ein Teil des Direktorats und das Institut als Ganzes beruhigt werden muss, was deine Ernennung angeht. Daher möchte ich, dass du diese neueste Operation leitest. Dr. Fillmore kann dir die Einzelheiten erläutern. Es stehen schwere Entscheidungen an. Wenn es so weitergeht, komme ich ja noch ins Institut-Ending, oder? Das ist aber für dich. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Menschheit neu definiert. So, wie weiter soll ich jetzt mit Vater noch arbeiten? Was?
Mass Fusion, okay. Wo ist der eine Typ, den ich begleiten kann? Vater ist mehr als nur unser Anführer. Er ist unser Schöpfer. Ja, vielleicht nicht so eine gute Idee, ihn mitzunehmen. Wenn ich für die Railroad arbeite. Am schönsten ist es immer, wenn ich zu meiner. Ja, ich warte noch mal 24 Stunden, vielleicht bringt das ja was. Wenn er so weitergeht, komme ich hier ins Institut. Ich so ein Gefühl. Ich habe unter den Trophäen nachgeguckt. Und den Trophäen ist, glaube ich, eine gute Andeutung, so wie man zum Ending kommt. Verdeckt im Untergrund war zum Beispiel auch eine Trophäe, wenn ich die abschließe. Nehme ich mal an, die muss ich für die Hauptstory der Railroad machen, oder? Nehme ich an. So. Hi. Oh, hallo. Tja, es kommt noch mehr. Du wirst diese Operation anführen, wurde mir gesagt. Absolut. Also gut, sehen wir uns die Details an. Die jüngsten Ereignisse haben unseren Zeitplan durcheinander gebracht. Den Reaktor zum Laufen zu bringen, hat für uns oberste Priorität. Er muss laufen. Und zwar seit gestern. Wir müssen ein wenig improvisieren. Das ist nicht schlimm, aber dazu werden wir Vorkriegstechnologie brauchen. Du gehst zum Gebäude. Ich meine, ich 24 Stunden gewartet, ne? Du sorgst den Beryllium-Beschleuniger für uns. Ist so gut wie erledigt. Erledigt ist es erst, wenn ich das Ding in den Händen halte. Ich begleite dich. What? Du kommst mit? Das verkompliziert alles. Eigentlich nicht. Ich gebe zu, ich gehe nicht gern nach oben, aber ich werde dir nicht im Weg stehen. Dieses Gerät, das wir suchen, es ist sehr empfindlich und ziemlich alt. Nicht, dass ich dir nicht vertraue. So wie du. Aber mir vertraue ich mehr. Soll das jetzt ein Aufstand werden oder können wir los? Muss das. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Nicht so sehr, wie ich mich freue, halt zurückzukehren. Ich gehe nur an die Oberfläche, wenn es keine andere Option gibt. Leider gehen uns die Optionen aus. Und zwar ziemlich schnell. Ich möchte ja nicht noch mehr Druck auf. Eine Anspielung auf mich. Aber wir müssen uns damit beeilen. Die Bruderschaft wurde bereits im Gebiet gesichtet. Sie dürfen nicht vor uns an den Beschleuniger kommen. Geh nach oben zum Transmitter. Wir treffen uns dort. Kann ich mich einfach rausteleportieren, Mann? Frau. Vater war schon immer durchschaubar. Was ist jetzt mit dieser einen Mission, Mann? Ja, die Bruderschaft hier. Okay. Nachfolge. Manchmal wirst du für immer ein Feind der Sterne. Okay. Gut, dass die einen Bescheid sagen. Und zum Beispiel wirst du für immer ein Feind der Sterne Bruderschaft. Wirst du wirklich vorfahren? Pfff. Die Sterne Bruderschaft sind Feind gemacht. Wenigstens wird da einen hier Bescheid gesagt. Okay, dann heißt es, wir müssen gegen die Sterne Bruderschaft kämpfen. Ach du Kacke. So, wann kann ich hier für die Railroad ein Ending machen? Das wäre langsam kompliziert hier. Ich kann ja irgendwie beide Endings zusammenfassen, wenn es weitergeht. Mal schauen. Vielleicht sage ich ja nächstes Mal der Sterne im Bruderschaft vorher Bescheid. Du hattest recht. Die Bruderschaft ist tatsächlich hier. Wir müssen uns wohl durchkämpfen. Damit willst du kämpfen, ehrlich? Okay. Sowieso nur ein Dingsspielstand. So, hier sind wir doch ganz am Ende mit dem Minuteman gelandet. Au! Was ist das?
Aber oh, die halten ja auch nicht viel aus. Vielleicht habe ich hier eine Anti-Menschen-Knarre, die alles tötet. Ist ja immer noch einer, ehrlich. Wo ist ja jemand? Na, da unten schaffst du schon. Na komm. Elected. Warte, verdammt. Mach doch nicht so schwer, Mann. So, danke. Da alle gelesen, oder? Wer ist denn noch hier? Hi, stirb. Muss ich nimmer nach oben? Ich war doch gerade da, Mann. Okay. Komm mit. Boah, das war knapp. Jetzt baller ich der voller Tieren weg. Wenn man mit dem Feuer spielt, bläst es einen die Rübe weg. Was hat schön. Ich war im Final Fantasy 7. Im Shinra-Gebäude. In Aufzügen. Okay. Aber der Part wird umbenannt in das Institut Ending. Mal schauen. Was? Wo kommst du denn her? Hey, ja? Warte mal eine Sekunde. Ja, Kumpel, was ist los? Das war alles. Ein andermal. Stimmt, ich hatte ihn als Begleiter dabei, aber. Einfach alle weg mit der Knarre. Der haltet aber euch nichts aus, kann das sein? Alle erledigt. Ja. Oh Gott. Was du denn? Verpiss dich. Du, verpiss dich. So, runterspringen? Ja. Was? Ich bin blind. Oh Gott. Ja, knapp. Oh, du hast Glück, dass ich echt mies im Treffen bin. Ja, wie kommt man denn hier irgendwo hin? Ich habe alle Wackelpuppen und Magazine, ich brauche mich hier nicht gucken. Also, ja, was? Machen wir mehr auf, Mann. Ruf, ruf. Ja. Ja. Da können wir auch hier runter. Ich glaube ja, ne?
ganz nah, ganz runter. Machen wir optional. Ja, schon mit Style. Komm, zeig. Sah zwar nicht aus, als hätten sie einfach nur den Strom abgeschaltet, sondern irgendwie alles in der Luft gejagt. Aber okay. Ich gehe schon mal vor, ne? Hey, da haben wir die Wackelpuppe letztens gesucht. Da hätte ich die letztendlich dann auch noch gefunden, wahrscheinlich. Du denn? Das ist schon ein gestörtes Spiel irgendwie so. Wurf, Wurf. Was? Was? Hi, Wurf. Noch. Ja, Elster Lion, der ist cooler. Ihr seid nur hinter mir, oder? Nein, gut, ich gehe weiter. Nein, ich komme. Ob der Deacon, den hatte ich mitgenommen, weil ich die Railroad Story halt machen wollte. Da war es vielleicht eine gute Idee, ihn mitzunehmen, aber er hätte gedacht, dass er jetzt auf einmal hier auftaucht, während ich mit dem Institut unterwegs bin, ja. Sein Alter doch ganz passabel aus. Ja, sieht hübsch aus. Den Rest muss ich dir einfach glauben. Okay. Weil du weißt nicht, dass der Deacon zur Railroad gehört, oder? Ja, mach irgendwas hier. Oder ich muss da rein. Ne? Oh. Ich bin gerade nach. Die waren damals wohl keine Experten in der Eindämmung der Strahlung. Die Werte sprengen fast die Skala. Schleusenzyklus eingeleitet. Bitte warten. Leite Dekontaminierungssequenz ein. Oh, ja. Was wird man, oh Gott, mit was wird man überhaupt so besprüht, wenn man dekontaminiert wird? Ich will einfach, wie blöd Dinge hier einsetzen, schon funktionieren. Das ist genau wie in Fallout 3, ja. Aua. Und man hat Dingens hier. Wie ist das Ding nochmal? Was muss man da nochmal klauen, ja? Irgendeine Vault muss irgendwas geklaut werden. Durch so ein verstrahltes Gebiet gehen. Ja. Mich verarschen. Oh Gott. Du bist kein Mensch. Das Ding macht dir trotzdem voll Schaden. Oh Gott, oh Gott. Aber nicht zur Bruderschaft, oder? Ja, wir gehen mal raus hier, ne?
Wollte schon sagen, wir tun am Klo geschützt hin. Warte mal, das Klo. Nein. Hier ist nix. Das Maul. Geh aus dem Weg. Warte, was ist denn? Ja, bin ich schon voll dabei. Ich musste den noch unbedingt töten, oder was? Aus dem Weg, Frau. Los, na 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 los. Hätte sie nicht irgendwie dahin gehen können und das Ding nehmen können? Die hat doch voll den Anzug hier an. Diese Typen wissen einfach nicht, wann es vorbei ist, oder? Die Bruderschaft ist für ihre Sturheit bekannt. Ich helfe den Zins, etwas Zeit zu gewinnen. Seht zu, dass ihr den Beschleuniger zum Institut bringt. Okay. Dann werde ich mich ja wohl entscheiden können, ob ich der Railroad helfe oder nicht, ne? Oder irgend so ein Scheiß. Gunner sind auch hier, genau. Okay. Wir sind durcheinander. Vielleicht müssen wir bei der Bruderschaft auch irgendwie zu diesem Punkt spielen. Oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Minutemen hatten ja nichts irgendwie zu tun. Ich bin auch von der Bruderschaft irgendwie dann. Was müssen wir denn dann machen? Weil die werden ja wohl nicht den gleichen Plan haben wie die Institut, oder? Wir wissen ja nichts von diesem Atomreaktor oder so. Keine Ahnung. Hat er irgendwie damit angefangen bei Minutemen inlegen, dass die Burg angegriffen haben. So, pff. Den Truppen des Instituts, ich könnte hier sind im Kampf. Okay. Ich glaube, ich helfe den mal. Gönn ja zum Dingens, ne? Zum Railroad, nehme ich an. Die Bruderschaft ist sowieso jetzt meine. Ich bin jetzt sowieso ein Staatsfeind für die Bruderschaft, also. So oder so muss ich die erledigen. Na zum Teufel. Ich sehe nichts, mach dein Feuer aus. Einfach umgeschlagen. Sollte ja. Alter, wie die Rüstung einfach so zerfällt. Es geht. Okay, geht's euch jetzt allen gut? Gut, dann gehe ich. Ich gehe. Okay. Ah, schön. So. Also auf dem Weg zur Railroad und Institut ist man, also nehme ich mal an, mit der Bruderschaft verfeindet. Man muss ja den gleichen Weg folgen. Okay. Was aber komisch, wenn ich gleich irgendwie oder morgen oder weiß ich welchen Tag nächste Ending aufnehmen will. Was entweder die Bruderschaft oder das Institut sein wird.
Ja, wo ist die? Sie tut. Geht auf. Ja, natürlich, du bist da. Nein! Stufe! Warum kommst du mir immer in den Weg? Oh Gott! Was ist das? Diese verdammte Stufe, ich hasse sie. Was geht? Ich sorge dafür, dass hier alles reibungslos läuft. Ja, dich nicht, oder? Dr. Fillmore. Das war genug der Aufregung für, naja, den Rest meines Lebens. Vielen Dank. Wirklich. Ganz normaler Tag für mich. Hätte ich es nicht geschafft. Ich bringe den Beschleuniger dorthin, wo er hingehört. Ich glaube, Vater hat schon eine neue Aufgabe für dich. Lass ihn lieber nicht warten. Okay. Ich gehöre zur Railroad. Ja, was geht? Ich bin der Handel, ich gehöre zur Railroad. Festgenagelt. Sprich mit Vater. Was ist denn hier mit? Okay. Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Sünden seit Elia eingestellt. Also, das ist doch schon Ewigkeiten, ja, hallo? Gut, also wir werden nicht mehr viel hier haben, um das Institut-Ending zu zeigen, habe ich so ein Gefühl. Weil wir, glaube ich, den gleichen Weg immer gehen. Aber bist du der Doktor? Du wolltest mich sprechen? Geh nicht da rein. Was ich richtig mitbekommen habe, war Mass Fusion ein Erfolg, trotz der Einmischung der stählernen Bruderschaft. Der Auftrag ist erledigt. Das ist, was zählt. Für den Augenblick, ja. Die Einmischung der Bruderschaft muss allerdings im Zusammenhang betrachtet werden. Angesichts ihrer Neigung, Technologie zu horten, sind Auseinandersetzungen mit ihnen noch zukünftig unvermeidlich. Wir verfügen schließlich über die fortschrittlichste Technologie im ganzen Commonwealth und vermutlich auch darüber hinaus. Außerdem sollte beachtet werden, dass es Bedenken im Institut gab, dass deine Loyalität... Kommt ihr auf sowas? Ich habe natürlich nie an deinem Einsatz für unsere Sache gezweifelt. Aber durch diese direkte Konfrontation mit der Bruderschaft dürften auch viele andere beruhigt sein. Ja. Ich bin stolz auf dich. Wie dem auch sei. Ich bin kein Mitglied der Bruderschaft. Zukünftiges Problem. Und wir müssen uns jetzt auf die Gegenwart konzentrieren. Und schau mich nur an. Ich plappere wie ein alter Mann. Ich bin ein alter Mann. Zeit. Du wirst anderswo dringend gebraucht. Ja, in der Railroad. Ich meine... Oh, super. Ich habe schon Angst, dass ich mal nichts zu tun haben könnte. Sehr witzig. Es gibt da etwas, um das du dich kümmern musst. Diese Situation geht in gewisser Weise auf dein Konto, auch wenn du sie nicht absichtlich herbeigeführt hast. Wenn ich etwas getan habe, das das Institut in Gefahr gebracht hat, bringe ich es auch wieder in Ordnung. Versprochen. Daran zweifle ich nicht. Aber zum Glück ist es nicht so ernst. Während du Dr. Fillmore geholfen hast, wurde ein zweites Team losgeschickt, um jemanden aus dem Commonwealth ins Institut einzuladen. Offenbar gab es Verständigungsprobleme und die Person hat um Hilfe gerufen, die in Form deiner Minutemen auch kam. Soweit ich weiß, sind bisher keine Schüsse gefallen. Ich will, dass das so bleibt. Ich möchte, dass du dich dorthin begibst. Und mit den Minutemen draußen redest. Bestehe darauf, dass sie sich zurückhalten. Dr. Thompson ist vor Ort und wird deine Kontaktperson sein. Ich weiß, dass du diese Situation entschärfen kannst. Es ist von größter Bedeutung. Mischen sich die Minutemen auch noch ein. Fort ins Institut gebracht wird. Sie werden auf mich hören. Mir wird schon was einfallen. Preston wird schon auf mich hören. Er hat doch keinen Grund auf mich. Oh. Das tue ich schon. Da war ja was. Erreiche das Haus. Boah. Haus. Schon wieder. Ich glaube, der Part wird ein bisschen länger als das Finale vom Dingens hier. Was zum? Du warst gerade voll am Abzucken, das habe ich genau gesehen. In der Birne braucht sich was zusammen und Dr. Owen muss dringend mit mir darüber reden, das ist auch vollkommen egal. Den Sohn wurde ins Commonwealth geschickt, um jemanden
Grey Garden. Okay. Da wird, glaube ich, ein etwas längerer Part als der letzte sein. Aber man müsste ja nicht alles sofort gucken. Macht ja eine Pause, guckt da 10 Minuten oder 5 Minuten heute, 5 Minuten morgen, irgendwie sowas. Aber jetzt soll schon das Ganze wieder sein. Das ist ja auch ein Blind Let's Play. Ich weiß ja nicht, was für Quests noch kommen. Ich dachte, ich wäre schon nah genug am Ende heran oder so. Aber jetzt kommen noch so 10 Missionen oder so. Pff, ich gar nicht machen will. Ich will ja beim Railroad weitermachen. Aber wo soll ich denn wissen, dass ich auf einmal, verdammt nochmal, ich hier für ein Institut noch irgendwas machen soll? Hallo? Ach, du bist Deacon. Hi, Deacon. So, was geht? Ja. Was ist hier los? Oh, das ist eine unerwartete Überraschung. Wir könnten etwas Unterstützung gebrauchen. Diese Institutsschweine werden uns nicht entkommen. Sie müssen an uns vorbei, wenn sie da raus wollen. Wir wissen nicht genau, womit wir es zu tun haben. Aber es ist gut, dass du hier bist, um zu helfen. Wie hast du von der Sache gehört? Ich glaube, du weißt nicht, was hier los ist. Die Situation ist kompliziert. Oh, ich weiß ganz genau, was hier los ist. Aua, hör auf mich zu stechen. Arschlöcher glauben, sie können jeden entführen, wann immer es ihnen passt. Aber heute nicht. Nicht so lange wir hier sind. Also, wie willst du das angehen? Wir haben daran gedacht, sie rauszulocken, da sind sie leichter zu töten. Aber dann ist uns aufgefallen, dass wir den Laden vermutlich stürmen sollten, damit sie nicht verschwinden können. Klingt sinnvoll, oder? Also, willst du den Angriff anführen? Sag deinen Leuten, sie sollen die Position halten. Ich gehe rein und mache mir ein Bild der Lage. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Sir, wir müssen sie handeln, sonst riskieren wir nicht nur, dass sie verschwinden, sondern auch, dass sie einen der unseren mitnehmen. So ein Schicksal wünsche ich niemandem. Willst du uns jetzt da reinführen, oder was? Nein. Diese ganze Sache ist nur ein Missverständnis. Ist irgendwas? Dieses Mal versteckst du dich nicht. Immer weiter. So. Ich bin schon wieder los. Hallo? Was ist jetzt schon wieder passiert? Man sagt nicht, sie. Boah, er wurde jetzt abgebaut, weil jemand angegriffen hat, ne? Boah, leck mich um. Aber ich würde das Gespräch jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Was ist hier los? Oh, das ist eine Boah, leck mich am Arsch. Wir könnten hier so Institut Missverständnis. Na dann. Du hast nicht alle Informationen. Ich schon. Und ich sagte, dass es nicht, wonach es aussieht. Der Mann ist nicht in Gefahr. Hier sind eine Menge heikler Faktoren im Spiel. Ich hoffe, du hast recht. Wenn nicht, klebt das Blut dieses Mannes an deinen Händen. Meine okay, wenn Männer sonst nichts ist. Zurückhalten. Aber du solltest besser reingehen, um sicherzustellen, dass du recht behältst. Aber leg ich dann schon mal falsch. Gut, Enrico Thompson. Wirklich so eine charismatische Person, ne? Okay. Good. Good Grey Garden. Ich dachte, ich wäre eigentlich schon nah genug am Ende oder so, aber. Damn. Ma. Hätte hier ein 2-Stunden-Part wahrscheinlich. Hi. Doktor! Oh, Gott sei Dank bist du hier. Ich hatte schon Sorge, dass uns die Sache hier über dem Kopf wächst. Alles ist erledigt. Du bist in Sicherheit. Gut. Gut. Es war schlimm genug, dass Wallace anfing, uns Probleme zu machen. Aber dann hat er diese Wilden zur Hilfe gerufen. Die Minutemen haben nur getan, was sie für richtig hielten. Ja, für mich sah es aus, als wollten sie Blut sehen. Und wenn du nicht eingegriffen hättest, wäre es auch soweit gekommen. Können wir das bitte zu Ende bringen? Ich weiß, dass er möglicherweise für Phase 3 wichtig sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, uns in Gefahr zu bringen. Wenn er für das Institut wirklich wichtig ist, dann lohnt es sich. Alles für das Institut. Ich schätze, du hast recht.
Und wir werden alles tun, um zu helfen. Ich weiß, dass sie schon bei der Ding treibt es noch hier voll auf die Spitze. Das will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Stell mir doch vor, ich tue mich am Ende so auf die Seite des Instituts zu schlagen. Also, was? Haben sie ihn sehr genau überwacht. Ich glaube, sie haben ihm sogar von Zeit zu Zeit wissenschaftliches Material zukommen lassen, um zu sehen, wie gut er ist. Du weißt schon, um ihn zu testen, zu sehen, ob er für das Institut geeignet ist. Holen wir Wallace einfach und verschwinden hier. Soll mir recht sein. Gehen wir. Okay. Es gibt da nur ein kleines Problem. Boah. Er will nicht mit uns kommen. Was stimmt mit euch Leuten hier nicht? Ich habe mir gedacht, vielleicht könntest du ja mal mit ihm reden. Ja, natürlich. Kein Problem. Ich bin sicher, ich kann ihn überzeugen. Guck dir dieses Gesicht an. Wir brauchen ihn wirklich. Es gibt keinen Grund, mir nichts zu trauen. Eine voll zwielichtige Person. What? Wallace, ich bin hier, um mit dir zu reden. Du bist auch einer von denen, oder? Ein Roboter? Ich werde dir nichts tun. Niemand hier wird es, okay? Wir sind nur zum Reden hier. Du wirst mir nicht die Organe klauen oder mich in den Weltraum schießen oder was auch immer ihr tut. Das lasse ich nicht zu. Ich habe als aus wie ein Alien? Ich weiß genau, was Leuten passiert, wenn das Institut auftaucht. Aber mir wird das nicht passieren. Hey, beruhig dich einfach, okay? Ich will nur mit dir reden. Guck gut, dir mein okay. Klares Gesicht was an. Was willst du von mir? Das ist durch eine Tür und einen Helm hier blockiert. Das Institut braucht deine Hilfe, Wallace. So einfach ist das. Meine Hilfe? Wobei denn? Das Institut steht vor einem ingenieurtechnischen Problem, bei dem deine wissenschaftlichen Kenntnisse weiterhelfen könnten. Im Gegenzug für deine Hilfe würdest du Zugang zu einer Forschungseinrichtung erhalten, die moderner als alles ist, was du dir vorstellen kannst. Jeder Forschungsbereich, an dem du dich versuchen willst, alles ist dort möglich. Das kann ich dir versprechen. Und du wärst auf eine Weise geschützt, die es nirgendwo sonst gibt. Denk an deine Zukunft, Wallace. Das ist eine große Chance. Ich schätze, das ist eine Sicht der Dinge. Okay, in Ordnung. Ich komme mit. Du freust dich bestimmt, zum neuen Direktor ernannt worden zu sein. Oh, okay, ich glaube, wir haben das jetzt im Griff. Danke. Ich meine, danke für die Unterstützung. Kein Problem. Hey. Leck mich. Gern geschehen. Ich meine es wirklich ernst. Ich schulde dir was. Wir sehen uns im Institut. So, wie erkläre ich das jetzt draußen den Minuteman? War das überhaupt eine bedeutende Mission hier so? Ja, der hat uns doch Vater aufgetragen, oder? Boah. Ja, wir teleportieren uns einfach weg. So. Da bist du. Ja, da bin ich. Ich kann nicht ausdrücken, wie erfreut ich bin. Unser neuer Gast macht sich mit seiner Umgebung vertraut und hat schon mehrere Ineffizienzen in unseren Methoden entdeckt. Mit deiner Hilfe wird Phase 3 bald bereit sein. Ich danke dir. Ich helfe dem Institut gern. Hoffen wir, dass es sich auch auszahlt. Daran besteht momentan kein Zweifel. Wir werden es schaffen. Sehr bald. Du musst noch eine Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, sie wird dir gefallen. Ich glaube nicht. Wir sollten dem Commonwealth mitteilen, dass wir da sind und es auffordern, uns nicht in die Quere zu kommen. Das klingt eine sehr doofe Idee. Klar, weil niemand da oben vermutet, dass es das Institut gibt. Das ist kein Witz. Es gab zu viel Imponiergehabe von zu vielen Gruppen. Die Welt muss wissen, dass wir an der Macht sind. Und dass das Commonwealth... Das klingt nach einer sehr doofen Idee. Als zukünftiger Direktor ist es deine Aufgabe zu führen und dem Institut eine Zukunft zu geben. Ich Direktor, weil ich will zukünftiger Vater wäre. Wir haben einige Sätze vorbereitet. Wenn du fertig bist, übertragen wir sie an das Gesetz. Ich soll eine Rede ans Commonwealth halten. Das Mikrofon und halte dich an dieses Skript. Ganz einfach. Das wird lustig. Das wird so lustig. Hehehehe.
Oh, das wird sehr schön. Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut hier ist die Stimme gibt, Gottes. Dass wir unter euch sind. Das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... eure neuen Herren. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert. Um der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer jämmerlichen Existenzen. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das eure totale Auslöschung. Seid beruhigt, denn die Zukunft sieht strahlend aus. Und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Das war doch geil, oder? Ja, das war interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht. Aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Okay. Ich könnte frische Luft vertragen. Charmant gesagt. Aber die Luft dort wird alles andere als frisch. Ja, weil man sich da gewöhnt. Die Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Ich habe jetzt nicht gerechnet, dass hier so ein langer Part wird, ey. Die Stärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Oh. Warum dauert das denn so lange? Ich will gar nicht so lange hier aufnehmen heute.